Hallo ihr Lieben zusammen, kaum zu glauben, schon wieder ist ein Jahr vergangen. 2023 verabschiedet sich, wie immer, wie das meistens an Silvester ist, mit Plustemperaturen und vielleicht ein bisschen Regen und mit viel Gepäck im Rucksack, was sich so im Laufe des Jahres angesammelt hat. Dennoch war es ein Jahr, sicherlich nicht nur für mich, mit ganz wundervollen Momenten, mit hoffnungsvollen Momenten, mit glücklichen Momenten, auch mit traurigen Momenten. Und Silvester ist ja so ein Tag, also mir geht es zumindest so, wo man alles so ein bisschen Revue passieren lässt, wo man dieses Jahr an sich vorbeigleiten lässt, bestimmte Dinge abruft und überlegt, was kann ich anders machen im nächsten Jahr. Trotz aller Enttäuschung, das ist dieses Phänomen, sind wir immer an Silvester bedacht und machen uns Vorsätze. Vorsätze, was wir besser machen können. Trotzdem, und das ist das Phänomen, jedes Jahr gehen wir erneut mit Hoffnungen, Wünschen, Träumen und Vorsätzen ins neue Jahr. Auch wenn wir wissen, dass wir die ganzen Altlasten, diese Hypotheken mitnehmen. Die gehören nun mal dazu. Aber erst einmal ist man beseelt von diesem Neuanfang, dieses Jungfräuliche eines neuen Jahres. Man ist beseelt und voll guter Vorsätze. Dennoch bitte ich euch, ich kenne das von mir, die Messlatte nicht zu hoch zu legen. Also zum Beispiel mehr Sport machen, weniger Fleisch essen, weniger, keine Ahnung, Kaffee zu trinken und so weiter und so fort. Die Liste ist endlos lang. Ich denke mir, so kleine Vorsätze sind machbar. Ansonsten gibt man im Februar auf und sagt, ach komm, nee. Also irgendwie, ich habe mich zwar angemeldet im Fitnessstudio, aber eigentlich gehe ich doch nicht hin. Und wir sind alt genug und können eigentlich uns detailliert Sachen vornehmen, wo wir genau wissen, das schaffen wir und das schaffen wir nicht. Ja? Also nicht zu hohe Ziele, sondern machbare Ziele setzen. Ich habe in meinem Umfeld festgestellt, dass auf einmal ganz andere Wünsche und Hoffnungen Vorrang haben. Wünsche oder Vorsätze. Es geht um die mentale Gesundheit. Es geht um die Selbstliebe. Es geht darum, Dinge loszulassen. Es geht darum, Dinge zu wagen, mutig zu sein, sich selbst zu mögen, sich selbst anzunehmen. Und dann haben wir dieses Loslassen. Ich habe irgendwie so ein bisschen ein Problem mit dem Wort Loslassen. Ich hatte nämlich ein interessantes Gespräch jetzt an Weihnachten mit einer sehr erfahrenen Frau, die sich auch mit ein bisschen Esoterik und so schamanisch so ein bisschen auskennt. Und die sagte, weißt du, dieses Loslassen, das bedeutet zwar, du lässt das los, aber das kann ja zurückkommen wie so ein Boomerang. Eigentlich ist es besser, man beschäftigt sich genau damit und lässt es gehen. Man lässt Dinge in Frieden gehen, weil Loslassen ist ja mal irgendetwas, was man nicht will, was man nicht haben will im Leben, was weg soll. Okay, ich lasse das jetzt los. Sondern den eigenen Frieden damit machen, vergeben und es gehen zu lassen. Das, glaube ich, ist ein besseres Wort, finde ich, für mich, als dieses Loslassen. Obwohl dieses Loslassen ja in aller Munde ist, auf Social Media, überall loslassen, loslassen, lass das los, lass das los. Ja gut, aber trotzdem muss ich vorher meinen Frieden damit gemacht haben. Sonst nützt mir das Loslassen gar nichts. Das kann ich zwar aufschreiben, aber ich muss in mich gehen. Und das ist das, diese mentale Gesundheit, dass man in sich geht, dass man seinen Frieden mit vielen Dingen macht und vergibt. Und da muss man nicht gläubig sein. An irgendwas Höheres muss man glauben. Und wenn das einfach euer Unterbewusstsein ist, an das ihr glaubt, weil das können wir nicht veräppeln. Das macht sowieso, was es will. Und das zeigt uns sehr wohl, was mit uns los ist, das Unterbewusstsein, wenn wir hinhören. Ich finde, Dankbarkeit ist in unserer Zeit ganz wichtig. Wir jammern natürlich auch gerne. Aber sind wir doch mal dankbar, dass wir in diesem Teil der Erde geboren sind und nicht irgendwo anders. Wir wissen, was in der Welt los ist. Wir haben eigentlich noch Glück. Alles verändert sich. Ja, uns ging es eben sehr gut die letzten Jahrzehnte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ist das alles so im Umbruch und wir müssen uns anpassen. Wir müssen uns von Dingen verabschieden, sie gehen lassen, wo wir dachten, sie hören nie auf. Man nannte das die fetten Jahre. Aber das Verrückte
ist, wenn man sich in diesen fetten Jahren oder in diesem Wow, uns geht's gut befindet, man merkt das nicht. Man merkt das erst, wenn es weg ist, wenn es auf einmal alles anders ist. Und wir mit Sanktionen und allen möglichen Vorschriften leben müssen, die uns irgendwie so gar nicht gefallen, weil wir sie nicht gewohnt sind. Jammern nützt nichts. Es gibt so einen Spruch, Jammern füllt keine Kammern. Nehmen wir das alles an. Wir können es nur annehmen. Es liegt ein Schaltjahr vor uns, das sind 366 Tage. Wie ein Buch mit leeren Seiten, welches gefüllt werden muss. Und es liegt an uns, wie wir das füllen. Ich bin überzeugt davon, dass 2024 vielleicht nicht das beste Jahr von allen wird. Aber es wird ein gutes Jahr. Es wird ein gutes Jahr, weil wir es in der Hand haben, wie wir es gestalten. Sicher, es kommen Dinge von außen dazu, aber ich rede jetzt von uns. Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ihr hier auf meinem Kanal seid, dass ihr so treu dabei seid, die ganzen Jahre. Ihr könnt euch vielleicht gar nicht vorstellen, wie viel mir das bedeutet. Besonders eure Kommentare, eure Diskussionen, eure Romane, die ihr mir schreibt, das ist so wundervoll. Wir kennen uns ja alle nicht. Und trotzdem hat sich eine Verbindung zwischen uns aufgebaut. Und diese Verbindung gilt es zu halten. Das ist mein großer Wunsch. Und ich werde alles dafür tun, dass ich euch hier halten kann. Auf dem Kanal mit verschiedenen Rubriken, das wisst ihr ja. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste. Seid besonders gut zu euch. Auch an diesem Tag. Und natürlich im nächsten Jahr, das ist dann schon morgen, rutscht gut in das Jahr 2024, denn das Leben ist schön. In diesem Sinne, ciao, ciao.